Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Empire Total War, die imperiale Kampagne mit den Schweden. Und im letzten Teil hat uns Kurland hinterhältigerweise den Krieg erklärt. Sie haben unsere Handelsabkommen gebrochen, sind über diese Brücke marschiert und belagern nun unsere Stadt. Ich muss dazu sagen, ganz allgemein, wenn man mit Schweden spielt, ist Kurland immer so ein Wackelfaktor, so ein Wackelkandidat. Man muss aufpassen. Es gibt Leute, die empfehlen, Kurland präventiv anzugreifen, sobald einem Polen und Litauen den Krieg erklären. Ich habe das aber jetzt hier in diesem Let's Play nicht gemacht, weil ich nicht unbedingt hier gerne jetzt als Aggressor dastehen möchte. Das nur so als kleiner Disclaimer, ja, noch vorneweg, bevor es jetzt losgeht. Und ich habe im letzten Teil mich über viele Dinge bei der Schlacht aufgeregt und ich werde mich jetzt auch in diesem Teil wahrscheinlich wieder über viele Dinge aufregen. Das liegt einfach daran, weil ich mit der Mechanik, dem Kampfsystem und so weiter noch nicht so vertraut bin. Seht's mir bitte nach, wenn ich den einen oder anderen Ausraster habe. Das heißt eigentlich nur, dass ich sehr verbissen bei der Sache bin, weil mir das Spiel so ungeheuer viel Spaß macht. Okay, gehen wir Medias in Res und gucken uns mal die Belagerung an. Gucken wir es uns an. Ach, der holt noch seine Verstärkungstruppen aus der Stadt mit raus. Alles klar, okay. Auch das jetzt wieder. Okay, Kurland erklärt den Krieg. Weil sie denken, hey, wir kriegen jetzt diese Stadt von den Schweden, mit denen wir den Handelsvertrag haben und so weiter. Yeah. Und wir hindern die Schweden daran, erfolgreich Krieg gegen die Russen zu führen. Yeah. Naja, okay, gut. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die noch ein Protektorat von Polen-Litauen sind. Aber gut. Dann haben wir jetzt wenigstens einen Grund, diese Stadt anzugreifen. Wenn wir, also, oder diesen Stadtstaat, also Kurland, anzugreifen. Okay. Ich würde gerne sehen, von wo er kommt. Wo ist Süden? Also, seine Truppen müssen aus Süden kommen, denn da ist diese Brücke. Okay. Dann stellst du die ersten Leute hier auf. Und die anderen Leute stellst du hier auf. Okay, pass. Okay, nochmal. Das ist so, das ist, diese Einheitenaufstellung ist teilweise so fürchterlich kompliziert. Also wenn man diese, ich meine, es ist ja cool, ne? Es gibt halt diese, so geht's. Es gibt halt die neuen Einheiten und so ein Zeug und das ist schon irgendwie geil. So, du stellst dich hier hin. Okay, also Pikeniere kann man nicht auf Mauern stellen. Das sollte in der Einheitenbeschreibung irgendwo drinstehen. Okay. Ich stelle mal meinen General hier drüben auf. Vielleicht kann ich damit seine Kanone angreifen. Ja, pass mal auf. Du verteidigst hier vorne das Tor. Und mach mal hier diese Barriere vorne dran. Oder einen Schützengraben. Dann machst du ein bisschen anders.
So, machen wir das Ding da vorne hin. Okay, also seine Einheiten kommen aus dieser Richtung. Wieder erwachten. Und jenseits der für mich wichtigen logischen Konsistenzprüfung. Dann geht ihr mal hier hin. Und ihr geht hier hin. Und wir machen es dann doch ein bisschen anders. Dann geht ihr mal hier hin. Und ihr hier hin. Und ihr hier hin. Und ihr geht hier hin. So, wer fehlt noch? Fehlen noch die Jungs hier? Oder habe ich euch... Habe ich euch schon irgendeinen Wegbefehl, Richtung erteilt? Sieht nicht so aus, ne? Ja, okay, gut. Also ihr geht dann erstmal... Keine Ahnung, ihr geht erstmal hier hin. So, wo ist mein General? Der steht natürlich jetzt am Ende der Welt. Was kommt hier? Das ist Kavallerie, ne? Mhm. Das ist auch Kavallerie. Das ist eine Artillerie, die ist ganz außen. Okay, dann, keine Ahnung, reit mal hier rüber. Ich hätte dann gerne, dass ihr euch hier aufstellt. Ganz, ganz flott, bitte. Die könnten natürlich auch hier an den Kanonen stehen, irgendwie. Stell die Infanterie mal hier auf. Nee, warte mal. Das sieht gerade aus, als käme er da aus einer anderen Richtung. Lauf mal da rein. Oder wacht mal gerade. Was hat er denn da jetzt? Feldartillerieregiment. Also, okay, er hat seine Kanonen also stehen lassen. Warum kommst du nicht rein? Warum kannst du nicht in die... Okay, lauf da rüber. Du machst deine Defensivformation, bitte. Okay, du greifst jetzt bitte sein Regiment da unten an. Läufst mal bitte darüber. Okay, das sieht gut aus.
Du reibst mir jetzt bitte dieses Feldartillerieregiment auf. Da sind ja auch nicht viele. Natürlich, klar, da stirbt mein General. Warum auch nicht? Ist ja nur konsequent, diese Entscheidung. Gegen 8 Fußeinheiten habe ich jetzt 7 Generalseinheiten verloren. Okay, dann sollten wir vielleicht doch den Rückzug antreten gegen diese, gegen dieses bisschen Feldartillerie, von denen ich immerhin ein paar geschafft habe. Ja, macht mal ruhig weiter hier. Vielleicht war es auch ein Kollateraltreffer. Bitte hier rüber. Lasst euch da nicht einfangen. Okay, was macht er da jetzt? Lauf du mal darüber. Ich will nicht, dass er da die Mauern stürmt. Also er hat nicht nur irgendwie einen Kavallerieregiment dabei. Ah ja. Ja, du läufst mal hier rüber, damit die weiterhin schön auf dich schießen können. Warum ist der so langsam? Ach Mann, ey. Ja, haltet sie einfach nur ein bisschen auf. Was macht ihr jetzt da wieder? Ach, es ist doch einfach eine Grottenscheiße. Es ist doch einfach so saublöd. Warum ist jetzt hier das Tor auf? Was geht hier vor sich? Was ist da los? Was soll das? Was soll das? Ich frag... Kann ich dieses Tor irgendwie zumachen? Ach komm, ich gebe es auf, das zu verstehen. Ich hoffe einfach nur, dass meine Jungs überleben. Was mit den Pikenieren passiert, ist mir jetzt mittlerweile egal. Okay, das da sieht wenigstens gut aus. Ist das Tor wieder zu? Ja, sehr gut. Haben die keine Munition mehr? Oder warum schießen die nicht mehr? Ah, die laden gerade nach. Okay.
Ja, dann lauf mal da weg. Lass sie ruhig Zeit. Lass sie ruhig Zeit. Okay, also es sieht so aus, als ob wir dieses andere Infanterieregiment geschafft hätten. Können die da runterschießen? Warte mal, was? Die klettern jetzt die Seile runter? Das ist nicht dein Ernst. Entschuldigung, dass ich mich hier dauernd aufrege. Was ist das? Ja, ja. Also die kämpfen nur hier um ihre Existenz, ja? Was soll denn das? Ach, jetzt gehen sie dann auch mal in Position. Nee, doch nicht. Gefühl, aber mit Gefühl. Ich verstehe das. Oh, echt? Ja, der ist... jetzt bin ich gespannt. Komm, stirb bitte da dran. Okay, es scheint aber zu klappen da drüben. Ach, die haben keine Munition mehr. Mhm. Ja, aber bleibt mal trotzdem da stehen. Okay, sehr gut. Da drüben läuft's. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Da steht jetzt Fleet. Fleet er definitiv. Weil dann würde ich nämlich meine Milizjungs hier rüber an die Mauer schicken. Du solltest dir das wirklich überlegen, die anzugreifen. Vor allen Dingen, wenn die jetzt flüchten. Da laufen ja schon einige. Genau, schön in die Rückwärtsbewegung. Okay. Ja, macht's mal so rum. Helf mal den Typen da drüben. Na komm, du kannst sie ruhig angreifen. Machen die was? Nö, sieht nicht so aus. Okay, dann bitte auch hier den Angriffsbefehl. Ja, also...
Belagerungen sind immer eine knifflige Sache, wie ich jetzt gerade hier merke. Aha. Da hat jetzt einer geschossen. Also einer, wirklich einer hat geschossen. Okay, dann stellt euch jetzt bitte hier auf. Ich will diese beschissene Stadt halten. Okay, also die sind schon mal wirklich jenseits von Gut und Böse. Dann werden wir den General nochmal den anderen Einheiten in den Rücken werfen, bevor wir uns hier um die nochmal kümmern. Hauptsache, die fliehen jetzt erstmal. Da sind nochmal 107 Mann am Start und hier sind es 99. Da ist aber auch... Wer klettert denn da jetzt wieder die Seile runter? Ihr seid das. Bleibt da stehen. Ihr rennt bitte. Warum können die nicht? Jetzt können sie. Gut. So. Also es gibt wirklich ein... Also es ist doch immer wieder für eine Überraschung gut. So ein Total War Spiel. Wenn man gerade nichts Böses ahnt. Das Dumme ist, ich muss jetzt hier durch den Wald durch. Das sind Pikeniere. Dann warte mal gerade. Wenn der sich umdreht, dann... Ah! Knapper Sieg. Sehr schön. Dann gibt es nämlich Pferd am Spieß. Das wäre nicht so geil. Wow! Wir haben das echt irgendwie gepackt. Ja, okay. 408. Echt? Hat der... Haben wir so viele getötet von denen? Cool. Okay, Kurland ist im Arsch. Da ist er. Das sind aber gar nicht so viele Typen. So. Da ist nur noch die Standardgarnison drin. Sehr geil. Das Doofe ist, der kommt nicht mehr so weit zurück, ne? Vielleicht könnten wir den General da noch mitnehmen. Da ist jetzt dummerweise vorhin der General krepiert. Jetzt auch wirklich recht unerwartet. Hier muss ich noch ein paar drin behalten, ne? Die kann ich nicht mit in die Belagerung von Kurland mit einbeziehen, oder? Ja, da muss ich mal gucken. Muss den Part sowieso schnibbeln. Ist schon viel zu lang geworden wegen dieser Belagerung. Die werde ich in einem separaten Part dann wahrscheinlich zeigen oder gezeigt haben. Da ist er. Heroischer Tod. Jawohl. Alles klar, kein Problem. Kurland hat das Handelsabkommen gebrochen und uns den Krieg erklärt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Fraktion vernichtet die Sachsen. Wo ist es? Dresden. Da sind jetzt die Preußen unterwegs. Okay, feindlicher Raubzug hatten wir. Baubericht ist egal. Rekrutierungsbericht. Ingermannland und in Stockholm. Ja, okay, super. Ja, wir sollten das dann jetzt auch, wir sollten die dann jetzt auch schnell vernichten, bevor der Herr Kastner auf eine dumme Idee kommt. Er scheint keine Bewegungspunkte mehr zu haben. Das heißt also, er kann auch nächste Runde nicht irgendwie hier Jelgava helfen. Dann haben wir diese Fraktion schon mal ausgeschaltet. Das macht es uns ein bisschen leichter, den Krieg gegen Russland fortzuführen. Das da ist natürlich eine sehr ungünstige Lage, weil er immer wieder mit Truppen aus Kiew hier einfallen kann. Davor habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Angst. Ich sehe aber auch nicht, wie weit er laufen kann. Warum sieht man das hier nicht? Da muss man immer so raten, das ist ein bisschen blöd. Das war bei Shogun, glaube ich, war das bei Shogun, gab es das auch nicht mehr, ne?
Hat jetzt natürlich auch gut ausgenützt, dass meine Truppen da in der Rückwärtsbewegung waren. Aber okay, wir werden, denke ich mal, die Armeen aus, die zwei Miliztruppen aus Stockholm mit dazu nehmen und dann im Kurland angreifen. Ist auch gar nicht so schlecht. Gehen wir mal gerade mit der Besteuerung des Adels ein bisschen runter. Und hier. Da könnten wir eigentlich auch bald besteuern. Ja. Also, das ist noch recht interessant. Ich glaube, ich werde die Armee fast hier stationiert lassen. Lass hier nur eine Runde kommen. Dann würde er natürlich hier noch einmal plündern. Natürlich auch hier den Bauernhof reparieren und darauf spekulieren, dass er wieder zurückläuft, um den nochmal platt zu machen. Problem ist, mit Polen und Litauen sind jetzt momentan recht abgestimmt. Ich brauche noch ein paar Soldaten. Nicht so viele, aber ein paar brauche ich noch. Ich habe ja außerdem hier noch meine Armee und könnte vielleicht sogar hier direkt Karelien angreifen. Weil ich meine zumindest, da war nichts drin an Truppen. Ist jedenfalls noch eine denkwürdige Aufgabe für uns. Okay. Ich bin immer noch total geflasht, dass wir trotz dieser merkwürdigen Konstellation in Riga Estland und Livland halten konnten. Ich sehe jetzt dummerweise nicht, wie viel Garnison kriegt denn jetzt so eine Stadt? Wo steht das? Der baut auch gerade seine Befestigung aus. Das ist natürlich für uns eine Einladung, da jetzt noch innerhalb der nächsten zwei Runden zuzuschlagen. Ne? Wo sehe ich das? Weil ich kann jetzt, weil die Auflösung hier, ich sehe ja die Stadt gar nicht. Schaut mal, wie klein die hier ist. Also ich meine, hier kann ich gut zählen, weil da Truppen drin sind, aber hier, das kann ich ja nicht zählen. Wo steht das? Komisch, okay, aber egal. Ja, Leute, es sieht gar nicht so schlecht eigentlich aus. Ich bedanke mich dann an der Stelle bei euch nochmal fürs Zugucken. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dann kämpfen wir weiter gegen Kurland, werden wahrscheinlich hier Petrovskaya in Karelien angreifen. Oder wir werden Karelien angreifen. Vermute ich mal zumindest. Den da lassen wir kommen. Die sind natürlich recht gut im Nahkampf, aber wir haben doch eigentlich die überlegene Infanterie mit den Musketen. Und wir haben vor allen Dingen schön viel Kavallerie hier unten dabei. Das ist eigentlich noch so ein kleines Manko, das bräuchten wir vielleicht nur in ein paar anderen Ländern. Die Truppen holen wir raus, werden ihn hier drüben angreifen. Zumindest nur als Verstärkung mit dazu nehmen, Truppen vielleicht wieder zurückziehen. Ansonsten die Truppen aus Stockholm mitbenutzen. Ja, ich bedanke mich bei euch, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!